Es waren kuriose Szenen, wie aus einem Western, wie aus einem Film. Allerdings war das, was sich in den Nachmittagsstunden am Mittwoch in Wien-Floridsdorf abgespielt hat, bittere Realität. Die Polizei, die war sehr rasch an Ort und Stelle. Es war nämlich so, dass hier ein Mann mit einer Schreckschusspistole ausgestattet über die Straßenbahn oder in der Nähe der Straßenbahn sich auch befunden hat. Er hat mit dieser Schreckschusspistole auch mehrmals in die Luft geschossen. Ein TikTok-User hat das Ganze auch festgehalten. Dann war die Polizei mit etlichen Mann an Ort und Stelle, auch die Vega war hier vor Ort. Der Mann konnte allerdings flüchten. Die Polizei, die sucht jetzt nach drei mutmaßlichen Verbindungsmännern sozusagen von dieser doch sehr kuriosen Geschichte. Die gute Nachricht ist, dass niemand verletzt wurde. Es kam niemand dabei zum Schaden. Allerdings sind einige wohl mit dem Schrecken davongekommen, was den Mann dazu geritten hat, hier wirklich mit dieser Waffe zu hantieren und auch damit idiotisch in die Luft zu feuern. Das weiß er wahrscheinlich nur selber.